Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkomm und Sator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und ja, haben wir den Herbert Heimer 79 wieder aus dem kleinen X4X mit seinem Chebetchet Borask. Ja, 8er Premium Panzer Autoloader der Franzosen. Wir haben ja schon einige Replays mit diesem Panzer gesehen. Eine Gunmark hat er mit inzwischen drauf. Ich schätze, den will er auch drei Gunmarken hier. Wir sind auf der Map Minsk in einem 8er 7er Gefecht. Wir haben 5 8er 10 7er im Norden gestartet. So, fährt erstmal hier in die Mitte. Ja, zwei Schuss Autoloader, extremer langer Reload. Da muss man aufpassen, wenn man leer geschossen ist, dass man in Deckung fährt. Ne? Fast 20 Sekunden, im Clip 2 Sekunden. Und da haut doch schon mal den gegnerischen Borast eine rein. Zur Begrüßung 367 erstmal ins Gesicht. Ja, und wir haben hier 34 mal Premium APCR dabei. Die hat er nur, ne? Und die hat 240 Durchschlag mit 360 Damage und dann zweimal HE mit 440 Damage und 53 Durchschlag. Ja, wie gesagt, die normale APCR spart er sich, die hat ein bisschen wenig Durchschlag. Dadurch, dass man mit dem Teil auch in 10er Gefechte kommt, kann man sich die normale APCR ersparen. Ich habe schon gesagt, man muss aufpassen mit diesem Panzer. Ist man zwei Schuss sind schnell raus, dann muss man erstmal in Deckung fahren. Na? Nicht, dass man dann überrannt wird. Dann Tiger 1, schön quer fährt er da. Erster Schuss rein, zweiter Schuss, bitteschön. Jawohl, hat er noch die Kette gezogen, da gibt es noch Unterstützungsschaden. Wir sind bei 1112 Damage, 634 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ich sag einfach Unterstützungsschaden und fertig aus. Ja, okay. So, Tiger P steht auch noch so schön rum und oxidiert. Da gibt es erstmal Frischluft in den Turm. Zweites dazu, dass auch die Abluft stimmt. So, die Jungs erkälten sich jetzt. So, Black Prince haben wir da noch. Was ist da? KV 122, der Tiger P geht raus. Da gibt es wieder Aufklärungsschaden dazu. 1 zu 3. Ja, dieses Replay hat mir der Herbertsheimer nicht geschickt, sondern eigentlich ein anderes. Das hat erst nicht funktioniert. Und da habe ich dann bei WOT Replays geguckt und da dachte ich mir, Mensch, die Minsk-Runde hier, die hatte mir gar nicht gesendet. Und da habe ich mir die Stibitz aus seinem WOT, also die jetzt habe ich mich verhaspelt, also die er bei WOT Replays reingesetzt hat. Und da sage ich, okay, auch eine schöne Runde, davon mache ich auch ein Video. Einfach mal so, weil die dazugehört. Weil ich schätze, er will ja das Ding auch drei Gunmarken, ne? Und da ist jede schöne Runde ein Video wert. So, 5 zu 5 steht es. 2515 Damage, 1337 Unterstützungsschaden, Aufklärungsschaden zusammen, habe ich ja schon erzählt. Ja, sagen wir noch was zum Panzer. 62 km/h vorwärts, 23 rückwärts, 6 Grad geht die Kanone da unten. Da muss man ein bisschen mit der Schräge arbeiten. Im Clip 2 Sekunden. Hatte ich glaube ich aber auch schon gesagt. Einziehzeit extrem hoch. Aber es reicht für den EBR rauszunehmen. Mach's gut. EBR Hotchki raus damit. Schön die beiden Schuss reingepflanzt. Erster Kill. 7 zu 5 steht es. Ja. Einziehzeit ziemlich hoch. 3,36. Ne? Natürlich mit Crew und Skill und Equipment kann man das verkürzen. Aber es trägt trotzdem extrem hoch für die Karre. 390 Meter Sichtweite, das ist so Standardwerte, würde ich mal sagen. Ja, was haben wir noch? Kleines Meatkit, kleines Redkit und starker Kaffee als Ration für die französische Crew. Dabei können die gar keinen starken Kaffee ab. Ne? Ist ja für die deutsche Crew eigentlich. Die müssten eigentlich hier Kaffee Olé drin haben. So. Milchkaffee. Die trinken doch nur so ganz schwachen Kaffee. Ja, und schon wieder private Laberei oder ein bisschen Unsinn ist labern. 7 zu 6. Nochmal dem Borask eine eingeschenkt. Wir sind bei 3484 Damage, 1928 Aufklärung, Unterstützungsschaden. Ich sage es trotzdem wieder doppelt, ne? Ehe sich wieder Leute aufregen. Natürlich können da wieder welche sagen, oh, du laberst zu viel. Aber tschüss, Borask. Den Gegner Schmorast erstmal in die Garage geschickt. Zweimal Salü.
So. Schreibt ein bisschen im Chat hier. Naja, regt sich ein bisschen auf über den Gardepanzer. Okay. Zu 6 steht es. So, 122,44 ist da. Hinter der Häuser kommt der Tiger P damit klar alleine. Glaube ich nicht. Ich glaube, den unterstützt er jetzt erstmal ein bisschen. Genau. So. Upsa, hoch da. Ja, mal gucken, nicht, dass da noch was anderes steht, was nicht gespottet wurde, was ich nicht vorstellen kann. Na, da ist nichts, okay. Mal weiterfahren. Noch mal ein bisschen gucken. Auch nichts. Oh. Wo ist denn die Sue hin jetzt? Ach da! Die Sue ist gerade durchgefahren. Durch diesen Tunnel. Und schön ins Heck rein. Der holt erste und zweite. Schön, ne? 62 HP bleiben der Su 144 noch stehen. Und, ach, der Tiger P fährt genau in die Kanone rein. Arme Sau. Tja. Der Wolzheimer muss hier ein bisschen nachladen. Noch 2 Sekunden, dann sagen wir mal goodbye der Su 144. Nein, da kümmert er sich nicht drum. Das kann hier Scorpion G machen und WZ 120 können sich da die Su 144 teilen. Ist auch richtig so. Was soll er noch seine HP da einsetzen? Das können doch die beiden. Aber irgendwie stellen sie sich ein bisschen doof an. Scorpion G und der WZ 120. 1 FT. Kommen nicht so ganz klar mit der Geschichte. So, 4413 Damage. Die 122,44 ist immer noch nicht raus. Meine Güte. Leute. So. Was haben wir da? Scorpion G. Ah, da gibt es, glaube ich, gleich eine. Da geht der Schuss drüber, der erste. Ja, der geht rein. Ja, jetzt muss er sich ein bisschen verkrümeln. Nicht, dass der Scorpion G hier... Na, kommt da gar nicht drauf. Nein, hier ist die Senke. Da kann der Scorpion G nicht drauf wirken. In 5 Sekunden kriegt er Besuch. Da ist die Arti. Lore 155,50. Und raus. Da gibt es nochmal schön 340 Aufklärungsschaden. Scorpion G konnte einer rausdrücken. Das war aber das Letzte, was er hin. Und raus mit ihm. Jawohl, dritter Kill. Das Game ist zu Ende. Und wir sehen uns in den Stats. Oh, aus sieht die Maus. So, dann sind wir bei den Stats. Ja, und wieder mal, wie gesagt, Borask, ne? Und das Replay hat mir ja, wie gesagt, nicht geschickt, sondern ich habe es mir hier stibitzt aus seiner Liste. Und dann schreibt er hier wieder ein Panzer. Ach, ja, macht ja nichts, ne? Ist ja ein geiler Panzer, ne? Und guter Spieler. Und warum nicht, ne? Dann haben wir das Panzer, dann haben wir Speer, Schläger, Duelland, Wirkungsfeuer, 161.844 Credits, XP kommen wir später, 25 für den allein. Und dann haben wir den Tanksniper, den Meisterschützen. Jawohl. Und dann das Großkaliber. Teamscore. 5145 Damage, 3 Kills, 1533 Basis XP und dann gehen wir in den dritten Report rein. 17 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 15 Mal durchschlagen, 2378 Damage über 300 Meter. Dann haben wir hier Unterstützungsschaden, 2510 Damage dazu. Das macht einen kombinierten Schaden von 7655. Jawohl. Gefahren ist er 3,5 Kilometer. Dafür gab es 107.896 Credits. Abzüglich Repair, Munition und Ration bleibt ein Plus von 65.644 Credits über. Spielzeit 8 Minuten 11. Dann wurde das Scorpion G mit der HE rausgenommen. Tschüss. Ja. Dann haben wir hier die Basis XP plus Premium Fahrzeug XP 230. Dazu macht 2530 XP und 114 freie Erfahrung. Jawohl, wunderbar, schöne Runde. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich sag's ja immer wieder. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Nämlich bis gleich.